Hallo zusammen, schon wieder ist eine Woche rum, schon wieder geht es in diesem kleinen Clip um den DAX. Wir haben 17:34 Uhr, die Schlusskurse werden gerade gerechnet und es ist der 9. Oktober. Wieder eine Woche in der Range, aber es wird also zusehends spannender, das möchte ich wirklich so sagen. Was hat sich verändert gegenüber der letzten Woche? Ich sagte, ich glaube nicht, dass sich allzu viel ändert. Es hat sich ein bisschen was verändert. Hier die gleitenden Durchschnitte, wer auf diesen Trendfolger, auf dieses Trendfolgermodell baut, der wird jetzt hier positiv. 10 Tage, der kurze geht über 20 Tage, den etwas längeren. Wir sind oberhalb der 20-Tage-Linie und so wie es jetzt hier momentan aussieht, bauen wir heute einen Doji. Allerdings auf einem Niveau, was ich jetzt nicht als prekär empfinde. Von den Bändern her ist nichts zu erwarten. Interessant ist, dass diese obere Begrenzung, und ich nehme bewusst nicht die, diese obere Begrenzung fällt komplett mit dem oberen Bollinger Band zusammen. Da sind wir genau bei 13.350. So lang passiert gar nichts. So lang sind wir in der Range. Wenn da nichts passiert, 13.355 oben, 13.355 oben und unten ist es. Diese Linie hier, da sind wir bei 12.219. Kurz dahinter ist die 200-Tage-Linie. Ein Warnsignal bekomme ich hier, wenn wir diese Kerze, das war die vom 25.09. mit einem Tiefskurs von 12.340 unterbieten, weil wir dann auch das untere Band unterbieten würden. Also so gesehen nach wie vor neutral, rein vom Chart her. Eins möchte ich allerdings jetzt schon sagen, ich fand, der DAX hat sich gar nicht wirklich nicht schlecht geschlagen hier. Wenn wir hier drüber gehen, ich behaupte, weil diese Range sieht jeder, ja, die hier ist seit 1.6. Wenn wir hier über diesen Punkt gehen, das ist vom 3.9. das Hoch bei 13.465, da möchte ich fast wetten, dass nochmal 20 Punkte drüber, also bei 13.485, da liegen die Stops. Dann knallt das Ding hier durch. Also da muss man schon höllisch aufpassen, man muss die Stops eng setzen und es ist. Ich weiß noch, letzte Woche hatten wir dann das Problem, oh, jetzt sind wir schon wieder in der Nähe des unteren Bandes, na hoffentlich bricht er nicht nach unten durch. Und jetzt sind wir, oh, jetzt sind wir in der Nähe des oberen Bandes, na hoffentlich bricht er nicht nach oben durch. Ein Weg wird er nehmen, der Markt ist wie Wasser. Irgendwie wird er seinen Weg sich schon bahnen. Wir sind von dem MACD her weiter positiv. Da ist nichts Negatives. Die traditionelle Sichtweise hier jetzt, wo die Maus ist und die moderne über das Histogramm. Es ist noch positiv. Es ist kein neues, frisches, tolles Kaufsignal. Das gab es hier. Tief, kürzer, kürzer. Da waren wir hier. Da gab es ein Kaufsignal. Dann, das passiert, dass er manchmal nochmal so 100 Punkte runtergeht. Aber er ist grundsätzlich positiv. Dass das die Stochastik, der Oszillator mit meinen Einstellungen 10,33 überkauft ist, okay, schön. Aber schauen Sie einfach mal hier hinten. Das war genau das Gleiche. Überkauft. Und das ging dann hier vom, was war denn das, glaube ich, vom 10.5. bis zum, ich glaube, 13.6. oder 10.6., also rund 4 Wochen ging das hier so. Deswegen lassen Sie sich da bloß nicht in die Irre führen, dass Überkauf gleich heißt, dass der runtergehen muss. Ich garantiere Ihnen, dass dieser Indikator irgendwann wieder hier unten steht. Ich weiß aber nicht, ob es hier ist, da, da oder da. Für die kurzfristigen Händler hatte ich hier und da mal gesagt, schauen Sie mal bitte auf den Tag. Also auf den 4-Stunden-Kerzen oder auf die 1-Stunden-Kerzen. Da haben Sie mehr Spaß damit, da sind Sie ein bisschen agiler. So, der DAX schließt bei 13.051,23. Ich mache das jetzt mal ein bisschen größer hier, dass man das besser sieht. Trader, die den ganzen Tag davor sitzen, können sich eine von diesen Kerzen, insbesondere diese, aussuchen als Stop. 12.544. Das sind 500 Punkte, nimmt kein Trader gern auf der Downside mit. Ja, aber das ist also der erste Punkt. Der zweite ist hier 13.000, Entschuldigung, 12.342. Ich habe einen mitgebracht, der knapp hier drunter liegt. Und zwar 12.316. Ist im Moment ein 18er Hebel, ist eine schicke Option. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer Gustav Friedrich 029 Paula. GF029P. Das ist für die Leute, die auch hier raus mal sehen, oh, wir haben dieses Plateau hier überboten, die können da mal long gehen. Jetzt haben wir das schon gemacht. Jetzt das nächste Plateau, die 13.102. Wir haben immer noch hier ein Gap offen.
Ist auch noch offen, ja. Es ist im Moment leicht gebesserte Chancen. Also ich sehe kein Problem. Richtig spannend wird es, wenn er hier drüber geht und drüber schließt. Weil er dann die Range verlässt, das High rausnimmt und das obere Band durchbohrt nach oben. Dann wäre das eine ziemlich schicke Geschichte. Gucken wir mal nach den Shorts. Also ich muss einen Short ziemlich knapp hier hinterlegen. Und da wir hier die 13.467 haben, würde ich sagen, die K.O.-Basis muss sowas sein wie 13.550. Sowas in der Art. Denn ich brauche ein paar Punkte. Ich glaube, wenn wir hier drüber gehen, dann gibt es eine schnelle Bewegung. Da muss man höllisch aufpassen, der Stop muss platziert sein. 13.550 als Basis. Ja, das passt hier. 13.544. Ist im Moment ein 25er Hebel. Ebenfalls Open End. Gustav Bertha 9, Ludwig Mata Mata. GB9LMM. Ich sehe momentan keinen Grund, warum ich packe den auf die Watchlist, aber ich muss den noch nicht kaufen. Das ist zu früh. Ich muss dem hier noch ein bisschen Luft lassen und schauen, wie der sich am Montag verhält. Ich meine, diese Tage sind für uns alle eine Warnung. Haben wir hier gehabt, haben wir da gehabt. Da kam irgendein Blödsinn aus der Politik oder von der Geldpolitik her. Da muss man halt höllisch aufpassen. Das ist mein Problem, was ich habe. Deswegen sind meine Positionen hier über Nacht ziemlich klein und ich baue die nur während des Tages auf. Mir ist das zu heiß. Ja, wenn da jetzt irgendwelche Vizepräsidenten sprechen, Präsi sprechen oder auch nicht sprechen, wenn sie krank werden oder auch nicht krank werden, wenn da irgendwas passiert, mir ist das zu heiß, es ist nicht mehr lang zur Wahl. Danach wird es hoffentlich ein bisschen, sagen wir mal, richtungsweisender. So oder so. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.